Wo ist denn heute die Lilu? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Channel Construction of Reality. Ich bin Ellen und meine liebe Lilu sitzt da unten. Heute wird es ein bisschen dynamisch. Wo ist denn mein Fred? Die Kinder in der Schule haben Fredi die Hand. Ja, Lilu, die Hand haben sie ihm abgerissen. Deshalb klebe ich die jetzt immer mit Knetgummi wieder dran. Ja, heute soll es wieder um unseren Fred hier gehen. Und zwar wird er heute in dynamische Posen versetzt. Und dabei werden wir eben auf verschiedene Arten eingehen, wie ihr so eine Figur freizeichnen könnt. Wir werden aber dann bald beginnen, uns von diesem Figürchen zu lösen und unsere Figuren komplett frei zu zeichnen. Ja, also unser Ziel ist es, irgendwann dynamische Figuren zu zeichnen, die nicht mehr einfach nur frontal, gerade stehend von vorne zu sehen sind. Dafür habe ich euch zwei Übungen erstellt für heute. Die Übungsblätter findet ihr wie immer unten in der Infobox. Zwei Sprünge wollen wir heute zeichnen, ein frontal und ein von der Seite. Letzte Woche und die Woche davor haben wir uns um Figuren mit der Größe von 8 Köpfen gekümmert. Einmal frontal und einmal nach vorne gebeugt. Was passiert aber, wenn unsere Figur nicht mehr frontal da steht und wir die Figur einfach nicht mehr in Köpfe einteilen können, weil die Figur nach vorne hin verzerrt ist? Zum anderen möchte ich euch heute dazu einladen, dass ihr mal ein bisschen herausfindet, was für ein Grafiktyp ihr überhaupt beim Zeichnen seid. Wie zeichnet ihr Kreise? Seid ihr eher die, die da dynamisch dran gehen, einen Kreis dynamisch zeichnen und sich dann eine Linie aussuchen, viele kleine Linien zeichnen und sich dann für eine entscheiden? Oder habt ihr schon mal ausprobiert, wie es ist, wenn man eine Form durch Achsen zeichnet und herausfindet? Geht doch da heute mit mir ein bisschen drauf ein. Wir starten mit Übung 1, mit dem Übungsblatt 1. Und zwar starten wir genauso wie immer beim Kopf, denn der Kopf ist ja unser Orientierungsbeispiel für den ganzen Körper. Die Mittelachse ist dabei wie immer besonders wichtig, zeichnet die schräg. Wir sehen unser Objekt leicht von oben, schräg von oben, macht euch das bewusst. Deshalb ist auch hier gleich unsere erste wichtige Achse, wenn man das transparent zeichnet, geht die hier durch den Kopf durch. Macht euch das bewusst, dass unsere Achsen sich jetzt sogar schneiden. Es ist also eine Staffelung von verschiedenen Objekten. Unser Oberkörper ist das, was wir als nächstes zeichnen wollen. Auch hier ist unsere Achse schräg. Und auch hier macht euch bewusst, dass wir diesen Oberkörper leicht von oben sehen. Unsere Hüfte, die ja normalerweise in der Mitte unserer achtköpfigen Figur ist, ist dieses Mal ein wenig zu uns nach vorne geneigt. Zeichnet deshalb hier auch die Mittelachse schräg. Die Achse für unser Bein. Schaut euch die erst bei der Vorlage genau an und zeichnet dann genau die gleiche Schräge und füllt dann die Masse. Hier ist es wichtig, dass ihr euch klar macht, dass dieses Objekt, und zwar das Knie, das Objekt ist, das mit dem rechten Fuß zusammen am nächsten am Betrachter dran ist. Deshalb ist hier die Verzerrung besonders groß. In unserem Beispiel versuchen wir möglichst nah perspektivisch möglichst nah an das Original ranzukommen. Wenn ihr später aber besondere Effekte haben wollt, würdet ihr jetzt das Knie oder zum Beispiel den vorderen Fuß noch größer zeichnen. Als nächstes zeichnet ihr auch hier wieder die Achsen für eure Arme ein. Hier geht der Arm schräg nach hinten. Schaut euch die Achse genau an und seht euch an, dass es auch hier eine ganz leichte Verkürzung gibt, weil der Arm ja ein klein wenig nach hinten geht. Das Objekt, das am weitesten hinten wäre, wäre dann eben der Ellbogen. Verbindet das Ganze mit eurer Hand. Nun auch auf der linken Seite den Arm noch einzeichnen. Hier habt ihr eine besonders starke Verkürzung. Da zeichnet als erstes die Fläche für eure Hand und dann dahinter transparent euren Ellbogen. Wenn wir dann grob die ganze Masse haben, beginnen wir zu vergleichen. Zum einen mit dem Negativraum. Der Negativraum ist, wie der Name schon sagt, das, was eigentlich nicht da ist, der Raum hinter eurer Figur. Nehmt diesen Raum nun wahr
und vergleicht diesen Raum mit der Silhouette eurer Vorzeichnung. Ein anderes Mittel zum Testen sind Achsen. Achsen könnt ihr von jeder Stelle eurer Figur zu jeder anderen Stelle ziehen. Dabei ist es wichtig, dass ihr die Schräge, den Grat dieser Achse, dann auf eurer Zeichnung genau gleich eingezeichnet habt. Hier vergleiche ich zum Beispiel Knie und Fuß. Eure Achsen könnt ihr waagrecht und senkrecht miteinander vergleichen. Vergleicht doch zum Beispiel mal, ob eure Hand wirklich auf der gleichen Höhe wie das Knie ist. Dazu könnt ihr ein Lineal benutzen oder ihr schult euer Auge. Habt ihr dann genug verglichen, könnt ihr dann mit dem Outlinen beginnen. Kommen wir zur Übung 2. In der ersten Übung haben wir ja jetzt noch unsere Masse einfach mit dynamischen Kreisen gesucht und Achsen. Hier möchte ich euch einladen, einmal zu probieren, wie es ist, wenn man die Form, die Silhouette, was ich jetzt auch hier gleich mit dem Kopf mache, durch Achsen sucht. Also immer eine Achse, überall wo ihr Flächen seht, links bei dem Kopf zum Beispiel, dass ihr die auf der rechten Seite dann ein wenig übertrieben einfach mal als Achse einzeichnet. Dadurch betont ihr Flächen um euren Körper herum, um die Silhouette herum. Den Körper an sich suchen wir aber jetzt erstmal wieder nur durch Achsen. Eine unserer wichtigsten Achsen natürlich erstmal, unsere Schulter. Der Oberkörper, den müsst ihr richtig getrennt vom Bauch und auch von der Hüfte sehen. Dann seht ihr, dass der Oberkörper eine ganz andere Richtung hat als eure Hüfte. Arme, Beine, Knie. Alles so einzeichnen, wie wir das gelernt haben. Hier geht es jetzt einfach nur um Übung. Seid nicht zu perfektionistisch mit euch. Worum es hier jetzt geht, ist, dass ihr auch ohne Hilfslinien links und rechts immer wieder übt, die richtigen Abstände zu finden und ein Gefühl für Proportionen zu bekommen. Die Masse suchen wir jetzt mit dynamischen Kreisen. So wie wir das im Video 1 und 2 gelernt haben natürlich. Und anschließend ziehe ich meine Silhouette nur in Achsen an meinem vorher gesuchten Körpervolumen entlang. Orientiert euch dafür am Beispiel links und zeichnet Fläche für Fläche in betonten Achsen um eure Figur herum, so wie ich das nun vorzeichne. Und auch in der Figur drinnen gewisse Formen. Ich betone dadurch natürlich die Richtung des Körpers. Da das ein dynamischer Körper ist mit vielen Richtungen, ist es hilfreich, hier auch mal Achsen auszuprobieren. Ihr seht auch hier beim Bauch, habe ich die Mittelachse benutzt, um zu gucken, ja, in welche Richtung geht denn da mein Körper. Ja, die Form folgenden, die Körperlinien. Und auch hier wieder den Negativraum beachten. Ich suche jetzt hier Flächen aus, wie zum Beispiel hier zwischen den Armen, zwischen dem Arm und dem Körper. Diesen ganzen Negativraum beachten und dann wirklich mit der Optik rüber kopieren zu eurem Original und vergleichen. Schaut euch auch einfach mal Formen, wie zum Beispiel hier das Knie und auch die Hüfte an und stellt euch das richtig als Kasten vor, wie die Seiten im Verhältnis sind zum Rest des Körpers, dann findet ihr besser heraus, in welche Richtung ihr diese Achsen einzeichnen müsst. Jetzt umrande ich das Ganze noch mit normalen Linien, mache das dann auch wieder ein klein wenig smooth und ein bisschen glatt. Das muss ja nicht alles genauso zackig bleiben, das ist ja nur eine Hilfe, um ja, die Dynamik der Figur zu unterstreichen. Hier seht ihr, dass ich mich jetzt korrigiere dort am Bein. Da hat mir der Negativraum noch nicht ganz gefallen. Da war das linke Bein zu nah am rechten Bein dran. Und so kommt ihr nach und nach zu eurer fertigen, springenden, dynamischen Figur. Ja, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen hoch freuen, wirklich sehr. Das zeigt mir, dass euch das Video gefallen hat und dass ich auf dem richtigen Weg bin in meinem Kontext. Natürlich würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und aufs Boot springt.
und mit mir kreativ werdet. Ja, Lilo hat sich heute so ein bisschen aus dem Staub gemacht. Sie will nicht immer dabei sein, aber sie hat ein bisschen gemauzt. So, Lilo und ich sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Die Leute noch von hinten.